Liebe Backfreunde, das Nomara ist eine unendliche Geschichte. Wir können Ihnen so vieles zeigen und Sie tun mir schon ein bisschen leid. Weil wenn Sie diese Produkte nicht haben, dann müssen Sie einfach ein bisschen Step by Step ein bisschen was ansparen und immer wieder was dazu kaufen. Wir haben hier jetzt schon wieder Teig ausgerollt und ich habe Ihnen am Anfang gesagt, alles funktioniert vollautomatisch. Das sind unsere Aussteller. Zweiteilig, Spitzbuben heißen die. Sie haben immer ein Oberteil und ein Unterteil und so gibt es sämtliche Produkte bei uns, funktioniert immer gleich. Ich habe mir schon wieder zwei Roste hergerichtet mit zwei Folien, weil jetzt müssen wir sortieren. Ja, wir gehen jetzt her, achten drauf, dass unser Gebäck gemeldet ist, ja, ganz wichtig, hinten und vorne. Sie nehmen jetzt zum Beispiel den Stand, drücken nur auf den Rand, okay, dann drehe ich ein bisschen so und dann gehe ich über die Folie, drücke drauf und schon liegt mein Standchen hier. Und das mache ich jetzt natürlich 5 oder 6 Mal. Ich zähle immer mit. Angenommen, wir haben jetzt hier 6 Stück, dann nehme ich den nächsten Ausstecher und steche wieder 6 Stück aus. Einfach wieder ausstechen und so mache ich das mit allen Motiven. Ausstechen, hier drauf drücken und dann fallen sie raus. Sie müssen nichts in die Hand nehmen. Sie verziehen nichts mehr und es bleibt bis zum Schluss auf diesen Folien, vom Backen bis zum Ausgang hin. Jetzt nehmen wir das Unterteil. Stechen das Unterteil aus, immer ein bisschen so reiben, gehen über die nächste Folie. Wir backen die separat jetzt. Und da zähle ich wieder mit, das heißt, durch das, dass alle einheitlich schön und gleich sind, haben wir keine Reste zum Schluss. Ich steche mir wieder 6 Stück von diesen Teilen aus und dann wird das Ganze gebacken. Ausstechen, draufdrücken, Sie nehmen nichts mehr in die Hand, das ist einfach eine tolle Sache. Jawohl, verwechselt. Wir legen es hier drüber. Ich zeige es Ihnen mit dem Unterteil, so was passiert. Und live ist live, also Unterteil ausstechen. Diese Unterteile brauchen öfters ein bisschen länger zum Backen wie die Oberteile, weil wir haben hier mehr Teig. Weiter geht's im Text. Wir haben hier jetzt diese Florentinermatten. Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie sich Florentinermatten zulegen, immer 2 Stück. Mit einer backen lohnt sich nicht, okay? Und wenn Sie mit 2 backen, sparen Sie natürlich Zeit und Geld. Diese Unterteile können wir auch wieder hier verwenden. Ich steche mir hier jetzt den Teig aus. Das ist ein Nussteig. Lege mir diesen Teig hier in diese Förmchen. Sie haben so viele Möglichkeiten. Wir könnten jetzt eine Mohnfüllung machen. Wir könnten eine Nussfüllung anrühren und könnten die oben aufspritzen und schon haben wir Nuss- oder Mohnplätzchen. Wir machen das jetzt anders. Ich habe hier jetzt Macadamia. Meine Lieblingsnüsse, ich liebe diese. Eine, wenn wir auflegen, das reicht jetzt. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist doch ein wunderbares Gebäck für das ganze Jahr. Wenn Sie Gäste bekommen, die sind begeistert von diesem Gebäck. Jetzt nehme ich die Eiko Knusperbiene und mache die einfach hier drauf. Also es macht nichts, wenn das ein bisschen so ungleichmäßig ist, das wird flüssig und verläuft. Die Knusperbiene ist Weltklasse für Bienenstich, für ihren selber gemachten Krokant, für Florentiner. Wir können aber jetzt auch hergehen, können diesen Teig ausstechen und Sie werden es nicht glauben, schmeckt hervorragend mit Erdnüsse. Also man kann nicht nur jetzt süße Sachen drauflegen, sondern auch salzige. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das machen, Ihre Gäste werden begeistert sein. Sie müssen wirklich vieles vorbacken, damit alle genügend davon bekommen. Wir legen die Erdnüsse auf. Sie können gesalzene nehmen, aber auch ungesalzene Erdnüsse. Und dann gehen wir wieder her, Knusperbiene und schon haben wir wieder ein super tolles Gebäck für das ganze Jahr hindurch, nicht nur für die Weihnachtszeit. Was auch ganz toll ist, wir könnten jetzt hergehen, nehmen diese Hand. Ich zeige Ihnen jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten. Ja, eine aufgeschlagene Hand ist immer ein tolles Zeichen. Sie legen diese Hand
jetzt in das Florentinerförmchen und backen lauter aufgeschlagene Hände. Die können Sie dann auch auf dem Buffet verwenden, mit einer schönen Creme drauf, mit einer kleinen Frucht drauf oder auch wieder mit Nussfüllung, Mondfüllung und all diesen Dingen. Was auch ein ganz Jahresgebäck ist, sind unsere Florentiner. Florentiner dürfen nie ausgehen. Sie schauen immer, also das Förmchen darf gut voll sein und Sie haben halt, wenn Sie zwei Matten haben, auf einen Schlag 30 Gebäcke. Also es gibt so viele Möglichkeiten mit dieser Florentiner-Matte. Generell kann man mit den Silikonmatten oder Formen sehr vieles machen, aber ich empfehle immer, bitte kaufen Sie gutes Silikon. Bitte halten Sie sich einfach nicht nur an den Preis fest, sondern achten Sie darauf, dass Sie ein gutes Silikon bekommen und das bekommen Sie bei uns. Mit unseren Spitzbubenausstecher haben wir ja schon diese Kekse so sortiert, dass wir auf einer Folie haben wir die Oberteile von den Spitzbuben und auf der anderen Folie haben wir die Unterteile. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Sie stechen immer Oberteile separat, Unterteile separat und Sie zählen immer mit, wie viel das Sie haben. Dann haben Sie hinterher keine Reste. Das ist sowas von angenehm. Und Sie brauchen viele kleine Folien. Wir haben natürlich jetzt 25 Roste. Für uns ist das eine einfache Geschichte, aber die haben Sie ja nicht. Es reichen auch die Folien. Plattet 100 zum Verzieren und auf der Folie liegen lassen. Dann müssen Sie nichts in Schüsseln geben. Sie haben wirklich eine saubere Geschichte und es geht alles nur mit einem Fingerdruck. Wir haben hier in unserem kleinen Spritzbeutel schon Marmelade eingefüllt. Einschlagen, aufrollen. Das ist so schön. Und jetzt gehen wir her und geben auf die Unterteile diese Marmelade. Wir müssen gar nichts aussortieren. Die schauen alle einheitlich gleich aus, einheitlich gebacken durch die ganzen Leisten, die wir haben. Sie werden schauen, wie schnell Ihr Weihnachtsgebäck fertig ist, wenn Sie das machen, was ich Ihnen oder was wir Ihnen sagen. Sie haben so viel Spaß und ich bin überzeugt, Sie werden ab sofort das ganze Jahr hindurch Kekse backen. So, wir haben hier Dekorzucker, gibt es natürlich bei Lumara zu kaufen und Sie wissen, der verläuft nicht auf dem Gebäck. Ich zeige es Ihnen nur an ein paar Teilchen. Sie haben ja eigentlich den ganzen Rost voll mit Keksen. Sie gehen drüber und bestäuben das Ganze gleich, weil wenn Sie das hinterher machen, dann stäuben Sie die ganze schöne rote Marmelade zu und das wollen wir ja nicht. Sie können das auch mit Schokolade machen. Jetzt brauchen Sie dieses Teilchen nur nehmen und hier aufsetzen. Sie brauchen nur das Herzchen nehmen und hier aufsetzen. Schauen Sie, das schaut einfach sauber und akkurat aus, wenn man das weiß. Jetzt wollen wir nicht überall Dekorzucker haben. Dann gehen wir her, nehmen unseren spektakulären Schokobrunnen. Der ist einfach ein Traum. Man kauft sich die Sachen für wenig Geld. Einmal. Wenn Sie darauf aufpassen, haben Sie die Sachen viele, viele Jahre. Unsere Backformen ein ganzes Leben, Generationen. Und jetzt wollen wir Schokolade. Sie nehmen Kuvertüre. Wir haben in der Eco-Kuvertüre einen Esslöffel Schokobella mitgeschmolzen. Das ist eine Fettglasur. Dann kriegen die Gebäckstücke einen schönen Glanz. Und jetzt gehen Sie einfach her, tauchen das Ganze ein bisschen abtropfen. Ja, und jetzt gehen wir her und legen das hier auf diese Kekse. Schauen Sie mal, wie sauber und appetitlich das Ganze ausschaut. Und auf der Folie können Sie jetzt das Ganze schön trocknen lassen. Was gibt es Schöneres als Lumara? Und wenn man die Ideen kennt, dann tun Sie sich leicht und Sie backen wirklich tausendmal lieber. So, das machen wir jetzt bis zum Schluss fertig. Dann lassen wir das Ganze trocknen und schon haben wir ein wunderbares Weihnachtsgebäck. Wie Sie das tauchen und wo Sie überall eintauchen, das überlassen wir Ihnen. So, hallo. Heute verzieren wir unsere Plätzchen mal mit Schokolade und mit unserer tollen Tränkliesel. Und zwar haben wir da jetzt unsere Kuvertüre-Chips und die Schokobälle geschmolzen, also einen Löffel Schokobälle dazu und haben es in unsere Tränkliesel eingefüllt. Und jetzt schauen wir mal, dass keine Luft drin ist, ist wichtig. Und dann überziehen wir unsere Plätzchen einfach, schauen Sie, ganz einfach
kann man drüber fahren, ohne einfach ein bisschen drücken und schon haben Sie Ihre Plätzchen schön verziert, ganz einfach und schlicht, muss nicht immer was Außergewöhnliches sein und geht ruckzuck mit unseren tollen Trennwesen. Sehen, das habe ich jetzt auf unserem Baguette gemacht und runter die Folie gelegt und so geht da fast gar nichts verloren von unserer Schokolade, die nehmen wir danach, dann wird die wiederverwendet. In unserem Lumara-Team dreht sich immer alles ums Backen. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Egal welches Produkt Sie in Ihrem Haushalt haben, ob von Lumara oder ein anderes Produkt, immer sind Sie selber verantwortlich, was Sie mit diesem Produkt machen, wie Sie das einsetzen und da spielt es keine Rolle mehr, was es kostet. Sie können mit den einfachsten Produkten wahnsinnig vieles machen. Und immer wenn wir ein neues Produkt einführen, überlegen wir uns oder ich nehme das Produkt in die Hand und denke mir, was kann ich mit dir noch alles machen? Und so haben wir wieder eine neue Idee kreiert und so warten noch viele, viele Folgen. Nie traurig sein, wenn Sie das nicht jeden Tag brauchen, aber wenn Sie es brauchen, ist dieses Produkt oder alle Produkte, haben die alle einen wahnsinnigen Wert. Aber es liegt immer an Ihnen, wie Sie diese Sachen einsetzen. Wir haben jetzt schon einen Mürbeteig vorbereitet und die Amal wird Ihnen jetzt, so wie in den letzten Videos, zeigen, wie sie diesen Teig auswählt. Mehl? Amal? Sag, Mehl. Mehl. Das schaut manchmal im Video, das ist mir auch aufgefallen, immer aus, als würden wir sehr viel Mehl verwenden. Das stimmt nicht, das schaut nur auf dem Bild so aus. Das kommt hauchdünn raus aus diesem Streuer. Und wir reiben ein kleines bisschen, das ist hauchdünn, das können Sie mit der Briefwaage gar nicht abwiegen, so wenig ist das, also nicht erschrecken. Die Amal rollt es jetzt auch mit der Teigleiste aus, damit wir schöne, gleichmäßig hohe Teige haben. Die haben wir ja schon vorgestellt, diese Teigleisten. Und jetzt gehen wir her, nehmen unser Schnittchen 3. Stechen diesen Mürbeteig in das Schnittchen 3 und dann die Reste abnehmen und dann wird das Ganze gebacken. So, jetzt machen wir heute in unseren Modulen machen wir schöne Schokokekse. Und zwar haben wir hier jetzt 200 Gramm Zartbitter Kuvertüre Chips und einen Teelöffel Schokobala erhitzt in unserem Schokobrunnen und das füllen wir jetzt in unserem Modul. Einfach schön dünn, das verstreichen wir dann mit dem Pinsel. Das füllen wir jetzt da ein. So. Und die Amal macht jetzt das Gleiche mit. Ich habe hier 200 Gramm Schokofondue, weiße Schokolade und eine Teelöffel weiße Schokobela. Und beide verstreichen jetzt diese Schokolade auf den Modulen, damit Sie diese Module einfach vielseitig sehen. Hier haben wir jetzt unsere gebackene Mürbteigplatte und die legen wir jetzt einfach auf unsere Schokolade drauf. So, und das Ganze lassen wir jetzt erkalten und dann machen wir da tolle Kekse draus. Unser Mürbeteig mit Schokolade ist jetzt fest und jetzt ziehen wir vorsichtig unser Modul ab. Sehen Sie, wie toll das rauskommt. Was für wunderschöne Kekse das dann gibt. Und beim Dunkeln ist es wunderbar. Sie sehen, das geht ruckzuck. Und jetzt schneiden wir das Ganze dann in Stücke, in schöne, oder stechen es mit unseren Ausstechern aus. So, und weil man auf der Folie nicht schneiden darf, schieben wir jetzt unsere Platte einfach rüber auf unseren Retter. Das geht mit dem Mürbeteig sehr gut. Und zwar kann man das Ganze auch nur mit Schokolade machen, ohne Mürbeteig. Das geht genauso gut. Das ist die dunkle Schokolade und ich mache auch gleiche. Je nach Jahreszeit können wir große oder kleine Kekse machen. Ich nehme jetzt einfach unser Kuchenmesser und schneide sie in schöne Rauten. Sie können das viereckig machen oder auch
kleine Stücke, große, also wie Sie wollen. Das sind die Edelstahlaufstecker von der Lumara. Mit dem mache ich jetzt meine dunkle Schoko-Aufsteck. Drucken Sie fest. Restliche mal. Schauen Sie, mit ein bisschen leicht Finger drucken so schöne Kekse. So, wir stechen jetzt je nach Belieben aus. Und bei diesen Ausstellen bleiben dann ein bisschen Restle übrig, aber die mixen wir zusammen und geben das in die nächste Torte mit rein. Das ist gar kein Problem, da haben wir wieder tolle Tortenfüllung. So, liebe Backfreunde, ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder interessante Sachen zeigen. Wir sind selber so begeistert. Ich kann es Ihnen sagen, die Begeisterung ist so groß, dass wir Sie jetzt anstecken und Sie wahrscheinlich jetzt schon beginnen, sobald Sie diese Module haben, diese Dinge auszuprobieren. Und denken Sie daran, das ist nicht nur vor Weihnachten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Einladung, egal welche, auf jedem Buffet können Sie diese Sachen servieren. Dann vielleicht ein bisschen größer machen. Man kann diese Teile hinterher auch auf Törtchen legen, auf kleine Törtchen legen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wissen Sie, was ich Ihnen sage? Sehr viele Ideen kommen auch von unseren Beraterinnen. Lassen Sie uns ein bisschen Zeit. Was denken Sie, was wir Ihnen noch alles Schönes zeigen können? Ich sage danke an mein Team. Ich sage danke an Sie, dass Sie so treue Zuschauer sind und verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ade, für Gott, auf Wiedersehen. Ciao.